Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von XCOM Enemy Within. Wir hatten in der letzten Folge vermutlich mal wieder einen Auftrag erledigt, ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt das Ganze gar nicht mehr so im Kopf. Aber unsere Forschung, nee, der Bau ist das sogar schon. Von einem Firestorm steht kurz bevor, oder der Abschluss des Baus. Jetzt habe ich's. Der Abschluss des Baus eines Firestorms steht kurz bevor. Und wir forschen schon an der EMP-Kanone. Uiuiuiuiui. Das sollte man doch mal feiern. Wir feiern es, indem wir einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen und uns dem nächsten Ereignis widmen. Oh, sieht so aus, als wird es das Firestorm. Ei und jei, das Ding sieht aber schick aus. Hab ich auch gleich schon einiges geleistet, aber ich muss sagen, mein Team und ich sind auf unsere Arbeit am Firestorm besonders stolz. Ja, das könnte auch sein. So, ab zum Hangar, Schiffsliste ansehen. Wo haben wir den Dämon 1? Den schicken wir nach Asien. Da können wir nämlich gleich den nächsten bauen. Unser Mech-Soldat ist bereit. Wir sollten schnellstmöglich einen Cyberanzug im kybernetischen Labor herstellen. Der Mech-Soldat. Habe ich nochmal einen rausgeschickt? Egal. Bauen wir nochmal einen Firestorm herstellen. Sehr schön. So, dann können wir auch allmählich anfangen, die ganzen, wie heißen sie, Abfangjäger einzumotten und dafür dann nach und nach Firestorms reinzusetzen. Das wird spannend. So, was machen wir jetzt? Zeit vergehen lassen. Beziehungsweise, ich wollte nochmal schauen, wie sieht es eigentlich genau im Lager aus. Konnte unser Ingenieurteam mit nur einem Schiff herkömmliche Raumfahrtforschung im Wert von Milliarden Dollar überflüssig machen. Ja, siehst du mal. Das ist nicht nochmal effektiv. Okay, Mexiko ist kritisch, Deutschland ist kritisch, Australien und Nigeria. Okay, gut zu wissen. Commander, hier geht gerade eine Übertragung vom Rad ein. Oha, was gibt's denn jetzt schon wieder? Augenzeugenberichten zufolge bewegen sich Aliens ungehindert durch eine nigerianische Großstadt. Wir wissen noch nicht genau, was sie vorhaben, aber wir dürfen bei diesen Eindringlingen kein Risiko eingehen. Die Zentrale liefert ihnen einen kompletten Lagebericht, wenn ihre Leute vor Ort sind. Belohnung, viel Geld und natürlich Panik verringern. Das machen wir. Wir gehen davon aus, dass sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Da bin ich ja mal gespannt. Wir haben einen Sturmläufer. Der Pharao braucht noch ein bisschen Training. Das Spectre ist natürlich schon fertig. Nehmen wir mal raus. Der Olivan. Oder mit Cunningham, der bleibt mal drin. Shillong Buster. Eieiei. Ich brauche auf jeden Fall jemanden, der hier als Unterstützer fungiert, Bishop. Bishop ist gut. So, dich bearbeiten wir nochmal. Du wirst weniger mit der Granate als mit dem Pulsbogen arbeiten. Und weniger mit dem Medikit als mit... ich glaube, du brauchst Trefferpunkte. Du bist noch ein Rookie sozusagen, ein Anfänger, einfacher Soldat.
Da sollten wir darauf achten, dass du ordentlich geschützt bleibst. Shilon. Da verzichte ich gerne mal auf die Splittergranaten, holen Pulsbogen mit. Und Pharao, du brauchst keine Splittergranaten. Ah, das ist die Frage. Ich glaube, du kriegst lieber die Splittergranaten. Irgendeiner muss ja von die Bereiche wegsprengen und das kann Buster nicht alles alleine machen. Sieht gut aus, hoffe ich. Sollte klappen. Sehr gut. Versuchen wir mal den Ratseinsatz zu erledigen und da ordentlich Stimmung zu machen für unsere Sache. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Alles klar. Achtung! Für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Okay, es gibt Bomben, die sie hier platziert haben. Das ist nicht so gut. Deaktivieren Sie die Bomben, bevor sie explodiert. Verzögern Sie die Explosion, indem Sie die Energiequellen der Bombe deaktivieren. Verhindern Sie die Reaktivierung, indem Sie alle gegnerischen Einheiten ausschalten. Eine Plasmabombe. Mal schauen, vielleicht können wir den ein oder anderen Strike Alien. One. Der Rat hat Informationen, einfangen. Nach denen die Aliens eine Plasmabombe in ihrer Nähe aufladen wollen. Die Zeit ist knapp. Wir müssen diese Waffe finden und entschärfen, bevor sie mit den Vorbereitungen fertig sind. Unsere Sensorsignale lassen vermuten, dass es sich hierbei um einen Mechanismus zum Scharfmachen der Bombe handelt. Die Aliens übertragen Energie von dort direkt zur Bombe. Wenn sie diesen Energieknotenpunkt deaktivieren, haben sie mehr Zeit, um den Sprengkörper zu finden und zu entschärfen. Ziel wurde aktualisiert. Also alles in allem kriegt man hier gesagt, lauf nach vorne, soweit du kommst. Aber vergiss nicht, auf dem Weg immer noch eine Bomben Energieknotenpunkt auszuschalten. So, wir haben noch 3 Runden, bis die Bombe hochgeht. Mit jedem Knotenpunkt wird es eine mehr. Sie haben etwas Zeit gewonnen, aber Sie müssen sich trotzdem beeilen, sonst... Sie wissen schon. Ja, das weiß ich schon. Ist das unentspannt. So, wo laufe ich lang? Wo gehe ich hin? Ich würde sagen, einmal hier um das Gebäude rumschauen. Das Gute ist, die Mission ist relativ schlauchartig angeordnet. Man hat da nicht so viele Möglichkeiten und auch keine so große Bandbreite oder Seitwärtsausweichmöglichkeit. Das passt dann schon. Kühlhaus. Wohin mit dir? So, die stellen wir hier hinter den Truck. Und da wird der nächste Knotenpunkt. Das mache ich aber anders. Hey, es ging mal richtig rum. Ich habe mal in die richtige Richtung gedreht. Das passiert mir eigentlich sonst nie. Feind entdeckt. Okay. 72 oder 87. 87 ist mehr. Das nehme ich in Kauf. Das sollte mal funktionieren. Ja, das war nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das war einfach nicht ausreichend. So, dich können wir nochmal hinter dem LKW verstecken. Ah, toll. Jetzt kommst du nicht weit genug. Das heißt, du hältst einfach mal die Stellung. Ah, zu dem komme ich später. Oh, das ist gut. Das ist gut. Hab's gehört.
direkt in diesem kleinen, dieser kleinen Nische versteckt. Hinter irgendeinem Gerät, passt schon. Position confirmada. Oh ja, kaum 50% Trefferchance. Das ist nicht viel. Vielleicht kannst du ja die Granaten weit genug werfen. Auch nicht, also einfach mal schießen. Vielleicht triffst du ja doch. Holla die Waldfee. Das schafft nicht jeder. Die schicke ich am besten erstmal ins Haus rein. Bestätige, rücke aus. Ja, hinter dem Pfosten verstecken, das hilft dir nichts. Bist immer noch nicht geschützt. Und wenn du so weit läufst, kannst du gar nichts mehr tun. Also kannst du sowieso gar nichts mehr tun, dann ist es auch sinnvoller, wenn du gleich hinter das Gerät läufst. Und mit etwas Glück, nicht beschossen wirst. Oh, jetzt findet auch gleich die nächste Truppe. Ja, da oben brauche ich gleich eine Rakete. Oh, oh, oh. Dass auch jeder von denen trifft, das ist furchtbar. Super, 15 Lebenspunkte verloren. Und das ist noch nicht vorbei, das war's. Ah, er trifft nicht, der eigentlich den besten Schusswinkel hatte. Der trifft natürlich nicht. Ist ja klar. Oh, mit dir überlege ich noch, wie ich dich weiter benutzen kann. Ja, der Heiler ist in der Nähe, aber das hilft nichts. Knotenpunkt gefunden. Okay, bestätige. Ich brauche Zeit. Gut gemacht. Dadurch gewinnen wir etwas Zeit. Aber da steht auch noch einer drin rum. Dann bleibst du erstmal da hocken und sicherst ab. Da ist also auch noch eine Dreier-Truppe. Das wird nicht fair. Okay. Einfach mal erschießen, wie wir kriegen. Oh, dem hätte ich eigentlich eine bessere Waffe und eine bessere Rüstung geben können, sehe ich gerade. Da sind 350. Jetzt auch nicht die Welt. Bleibt der Versuch noch übrig und er hat einen Lauf. Der hat echt einen Lauf. Ich glaube, dich muss ich zurückziehen. Das hat ja keinen Wert, wenn du dich jetzt einfach opferst. Das ist ja Quatsch. Redposten, falls du doch noch was sehen solltest. Das wird nichts. Ab an die Front. Und dich ziehen wir ebenfalls zurück. Nächste Runde kann er dann den anderen zusammentackern. Ah,
schon wieder so ein guter Treffer. Äußerst unentspannt. Sieht so aus, als würden wir die Mission nicht so glorreich packen, wie ich es gerne hätte. Das heißt, wir können froh sein, wenn wir es überhaupt schaffen. Fangen wir hier an. Ein gezielter Schuss und dann ein Feind weniger. Sehr schön. So, jetzt solltest du nicht verfehlen, mein Freund. Rakete raus! Rakete verfehlt! Würde ich nicht sagen, dass die Rakete verfehlt hat. Wir haben nämlich gerade drei Aliens hier mit einem Schuss zerlegt. Allerdings haben wir auch hier die Sicht auf uns aufgeschaltet, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. So, an Rundenzahl wird so langsam knapp. Ich könnte mich jetzt hier hinbewegen und verstecken und hoffen, dass ich in der nächsten Runde das Ding abschalten kann. Technisch gesehen könnte ich, aber dann haben wir gleich neue Freunde gefunden. Ja, wunderbar. Anscheinend haben sie die Bombe gefunden. Jetzt entschärfen sie sie. Dr. Sheng, das ist irgendwie leichter als... Das, leichter gesagt, als es aussieht. Oder als getan. Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Stell dich nicht so an. Geh wieder raus. Geh wieder raus, jawohl. So mögen wir das. Ich könnte bis zur Front laufen. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Hier haben wir eine gute Schussmöglichkeit, die nutzen wir gleich aus. Och nö. Jungs, ihr habt tödliche Waffen, benutzt sie auch. Ach verdammt. Ja. Erstmal nach vorne stürmen. So, wir haben einen sicheren Schuss und sehr viele unsichere. Dann nehmen wir den sicheren. Ein Kill ist natürlich ganz wichtig. Je mehr von denen weg sind, umso weniger können zurückschießen. Ja, das ist... gesundheitsbedingt ist er jetzt so weit, dass er nochmal eine Salve aushalten könnte. Mit etwas Glück. Ja, wenn sie natürlich so satt treffen, nicht. Er nimmt eine neue Position ein. Kann natürlich immer noch schießen. Oh, wenn er da hinten jetzt noch schießt und trifft, habe ich ziemlich schlechte Karten. Und das war's. Nein, nicht Cunningham. Diese Bombe wird jeden Moment vollständig geladen sein. Nicht Cunningham. Nein, was habt ihr getan? Ja, nehmen wir erstmal ihn. Einmal rausnehmen, bitte. Was? Auf diese Weise werden wir ganz klar verlieren, Leute. Habt ihr euch mal schön ausgedacht. Also, wenigstens einmal was ordentlich geschafft. Ja, wir brauchen jetzt eine Abschaltung der Bombe. Das heißt, der kann es nicht, aber er. Sehr gut. Gute Arbeit, Strike One. Das bringt uns ein paar Minuten. Einer sitzt hier, den er sieht, einer sitzt hier. Der ist eigentlich schon so gut wie tot. So, die machen wir aus.
Sehr gut. Sie haben noch einen ausgeschaltet. Jetzt gehen wir in den Schnelllaufmodus. Hocken uns genau hinter ihn. Das macht nichts. Jetzt ist er zwar vergiftet, aber er hat eine 90% Chance auf direkte... Er steht quasi neben ihm und hält ihm die Pistole auf die Brust und hat nur eine 90% Chance zu treffen. Das ist schon ein bisschen dünn, oder? Bin ich dazu kritisch? Ich weiß es nicht genau. Ja, ich würde ja am liebsten jetzt hier eine Rakete reinballern, aber mit einer Rakete mache ich vielleicht Sachen kaputt, die ich selber noch brauche. Zum Beispiel die Bombe da hinten kaputt. Könnte ungünstig sein. So, einer weniger. Ich liege unter Beschuss. Okay, wen haben wir? Ich benutze mir zum Bombenabschalten. Der Energieknotenpunkt ist lahmgelegt, Strike One. Ich wiederhole, und danach kannst du mal kurz deaktiviert. Noch einen wegschießen, danke Shen. Ich weiß, dass wir den Energieknotenpunkt deaktiviert haben. Ich war dabei, ich habe den Befehl gegeben. Affirmativo. So, das Schöne ist, dahin solltest du treffen. Die schicken wir nach innen bis zum Sprengkörper. Kann ich irgendwie aufs Dach? Ja, kann ich. Einmal durchstarten. Es hieß ja, wir sollen, nachdem wir die Bombe abgeschaltet haben, sollen wir alle Aliens, die noch heranrücken, aufhalten. Aufhalten kann man natürlich am besten, wenn man im Dach steht und runterballern tut. Ganz, ganz einfach. So, dir nach vorne. Ja, er ist ein bisschen in Panik, weil wegen vergiftet und so. Das sollten wir ändern. Alles klar. Also, einmal nach vorne laufen. Okay, 10 Trefferpunkte zurückbringen. Dauert das ein macht bisschen, Spaß. Bis das wirkt. Super. Einen habe ich gerettet. Mein Medikus ist jetzt mal noch im Vollsprint. Renne! Er kann nachladen. Ja, ab hinter die Mauer. Auch nachladen, weil wir es können. Er ist noch vergiftet, das müssen wir ändern. Gut gemacht. Jetzt müssen Sie nur noch die übrigen Feinde erledigen. Wachsam bleiben, Strike One. Feindliche Kräfte nähern sich ihrer Position. Ja, genau, das ist immer das Problem. Feindliche Kräfte nähern sich meiner Position. Das kommt immer wieder vor. So, Medikus, du stehst da etwas ungünstig. Nicht bewegen, das wird wieder. Entgiftet und geheilt. Sehr schön. Den können wir da hinstellen. Dann hat er auch eine gute Schussmöglichkeit in alle Richtungen. Und er hält auch Wache. Was mache ich mit dir? Ja. Einmal da hinten hinstellen. Und du natürlich Augen auf. Ah, den ersten Besucher haben wir schon.
Jungs, ihr dürft schon schießen. Ich hab nichts dagegen, wenn ihr den Feind... Er schießt zumindest, das wäre noch besser. Und es sind gar nicht wenige. Und noch einer. Was? Jetzt hört's aber auf. So, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Ah, wir müssen so viele wie möglich ausschalten. Deshalb... Rakete raus? Ja, Rakete raus. Und tschüss. Was? War der nicht im Kreis? Seltsame Sprengradien von diesen Waffen. Ganz, ganz seltsame. Schauen wir mal, wo können wir denn noch was erreichen? So, bei dir auf jeden Fall. Du musst ihn hier auf jeden Fall erstmal wegmachen. Wir haben heute ein richtiges Glück in dieser Mission. Super, das macht Spaß. Ja, wunderbar. Das Problem ist, ich bin auch gleich raus. Ja, ich kann keinem was tun. Das ist das nächste Übel. Oha! Wenn die Rakete genau da... Achso, ja, so geht's. Dann treffe ich mich auch. 90%, wenn sie genau da landet. Perfekt. Kann man nicht anders nennen. Das ist perfekt gelaufen. Und du bist gerade in einer Sturm- und Drangphase. Ja. Schaden, das ist übel, aber dafür kannst du dich jetzt genauso rächen. 100% treffen und los. Was? Ein wenig Suizid gefährdet oder was? Ja. Okay. Ja. Wunderbar. Drei Runden, damit er stabilisiert wird und das Ganze erledigen kann. Dann habe ich jetzt mal eine Idee. Aber ich komme da gar nicht hoch. Das ist ja unschön. So, trotzdem mal versuchen. Vielleicht können wir ihn anschießen und dann improvisieren. Anschießen klappt schon mal. Brauche ich nachher noch. Ich brauche auch nachher noch. Ja, das Problem ist, ich komme da nicht rauf. Also ich komme da schon rauf. Ja. Aber ich komme, glaube ich, nicht in den Dunstkreis, damit ich das Ding benutzen kann. Und das ist leider schade. Mache mich auf den Weg. Dann muss ich ihn jetzt einfach erschießen. Ich hätte mich ganz gerne eingefangen. Ja, so viel zum Thema erschießen. Das Ziel verfehlt. Oh ja, ihr wollt sterben. Ihr wollt sowas von sterben. Macht das weg. Oh. Ein Glück. Er ist noch auf Positionssuche gewesen. Naja, doch nicht ganz.
Vielleicht schaffe ich es jetzt angefangen zu nehmen. Okay. Oh, das wird wahrscheinlich ein kritischer und ich schieße ihn komplett. Ja. Gut gemacht, Strike One. Die Energiesignatur der Bombe wird mit Null angezeigt. Gut, wie auch immer. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie es sollte. Und das Schlimme ist, wir haben Cunningham verloren. Meinen besten Mech. Jetzt kann ich einen neuen bauen. Das ist doch verhext. So, schauen wir mal. Wen haben wir hier? Das ist unser Thanos. Unser Bishop. Scharfrichter plus 10 Zielgenauigkeit, wenn er weniger Gesundheit hat. Mit Gegnern mit weniger als 50% Gesundheit ist nicht so effektiv. Sein Medikit heilt mehr. Das ist sehr effektiv, vor allem da er schon dreimal pro Medikit heilen kann. Das wird der absolute Sunny. Oh, der wird wahrscheinlich demnächst zwei Medikits haben. Okay. Durcheinander. Richtet beim Deckungsfeuer und Flächenangriffen zusätzlichen Schaden an. Basierend auf der Technikstufe der Waffe. Hm. Das könnte natürlich ein Riesenspaß sein. Oder aber... Wir geben ihm eine dritte Rakete. Er hat nämlich dann die Schredder-Rakete und zwei normale Raketen am Start. Ich glaube, ich nehme den mehr Schaden. Mehr Schaden ist gut. So, und Perez. Was können wir denn mit dir machen? Ausräuchern oder Konditionierung? Neben Konditionierung, ein Sturmläufer mit noch mehr Trefferpunkten ist eigentlich nützlich. Oh Mann, das da tat richtig weh, dass wir den Cunningham verloren haben. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, das weiß ich. Aber wir sehen uns trotzdem erst in der nächsten Folge und bis dahin gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.